Okay, und dann bist du auch im Charme. Also, das ist noch Charme, wie du jetzt gesehen hast. Das ist natürlich schade mit diesen Plastikbällerinnen, ja, weil da geht ein Haufen Farbe verloren. Leider, aber... Und die sehen wir dann am Mittwoch. Die sehen wir am Mittwoch. Und wie gesagt, wir wissen es ja, der Fasnächter oder so, es macht es höchst ungern und nur im Notfall. Aber es sei natürlich verziehen und verständlich ist es so oder so. Bei so Wetter, wenn es so regnet und ein Kostüm, das durchweicht ist und wo nachher durch alle Schichten durch, weißt, feucht wird, das ist nicht lustig. Und wer schon mal in eine Glung getrampt ist und mit nassen Socken hat müssen eine Wanderung fertig machen, der weiss, was das bedeutet und dass es einfach nicht mehr schön zu reden ist. Und darum verstehen wir das, dass natürlich auch eine Bällerin angezogen wird bei so Wetter, bei so Verhältnis. Also, ich kann hier wieder den Bogen zum Anfang machen, als ich dort eben so plätschnass heimgekommen bin. Das Kostüm musste ich noch entsorgen. Das konnte man nicht mehr brauchen. Und hier, das sind die Schlauchbeine von der Schnurrenbecken, muss dann alles Englisch sein. Muss man immer Event sagen, oder? Es hat sich ein bisschen eingebürgert und ich muss ganz ehrlich sagen, mir passiert das auch immer wieder einmal, dass man halt das Englische mit reinnimmt. Das ist immer...
läuft schon besser rein.